willkommen zu diesem heutigen Spiel, liebe Fußballfreunde. Willkommen in diesem tollen Stadion. Ich bin auch heute wieder voll Fuß und neben mir hat der Kollege Frank Buschmann Platz genommen. Und wir freuen uns auf eine Partie in der zweiten Bundesliga. VfL Bochum gegen die Lions. Heute bin ich wirklich mal gespannt. Das ist ein Duell, das seinen ganz eigenen Reiz hat. Das sind tolle Mannschaften. Ich glaube, sie wollen und werden heute alles geben, alles zeigen. Der Rahmen stimmt. Jetzt kann es endlich losgehen. Der VfL Bochum wählt heute diese Aufstellung. Sie spielen es heute im 4-5-1, wenn ich es richtig sehe. Das ist richtig. Ein wirklich massives Mittelfeld. Aber es ist klar, genau von hier muss dann die Unterstützung nach vorne kommen. Da müssen sie nachrücken. So gehen die Lions in diese Partie. Er pfeift an. Durchgang 1 läuft. Hartes Einsteigen und das so früh könnte sein, dass es hier für Gelb gibt. Früh gibt es hier schon die gelbe Karte und damit ist klar, jetzt ist für den Rest des Spiels Zurückhaltung angesagt. Ist nicht einfach, wird auch das Trainerteam jetzt vor eine große Herausforderung stellen. Gefährlich. Er versucht es einfach mal, aber ohne Erfolg. Große Distanz, dann trotzdem so ein klasse Ball, fast das Tor. So fangen sie den Angriff früh ab. Sehr gut. Die Gäste sind im Augenblick die Mannschaft mit der besten Offensive. Wenn du mit dem besten Sturm in so ein Auswärtsspiel gehst, dann ist natürlich immer die Frage, wie gehst du das an? Setzt du auf die Offensive? Agierst du eher zurückhaltend? Ich bin sicher, sie werden auch heute wieder die perfekte Mischung gefunden haben. Man kennt das ja von ihnen. Schiedsrichter entscheidet auf Freistoß. Kollegen bieten sich an. Und er hat den Ball. Takuma Asano. Schön zugemacht. Da entscheidet er auf Vorteil. Sehr gut gemacht vom Schiedsrichter. Er setzt sich durch und jetzt könnte es was werden. Und damit ist der erste Treffer in diesem Spiel hier gefallen. Schau noch mal auf die Wiederholung. Das ist ein richtig gut gespielter Konter. Und dann haben sie diese Überzahlsituation. Ah, das machen sie geschickt. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Jetzt könnte der Pass kommen. Aber dann verlieren sie den Ball. Kein
Gefahr mehr. Cristiano Ronaldo. Kein Tor. Sie lassen diese Chance liegen. Es ist abseits. Wir sehen es. Gezählt hätte der Treffer ohnehin nicht. Aber da müssen Sie insgesamt konsequenter sein bei so einer Gelegenheit. Stark gemacht, das könnte was werden. So, leichtes Durchatmen hier nach diesem Zweikampf. Sie versuchen es mit frühem Pressing. Pierre-Kunde Malon. Da wäre Platz für den Konter. Da ist der Ball dann doch weg, da müssen sie mehr draus machen. Gefährlich, der Steilpass. Super Pass, Ball kommt an. Oh, kein Tor. Ist doch nicht zu glauben. Na, den hätte er besser platzieren müssen. Yannis Horn. Pierre-Kunde Malon. Den Ball holt er, gut verteidigt. Und nun Ronaldo. Cristiano Ronaldo auf Außen. Cristiano Ronaldo! So wird das nichts mit dem Tor, der Torhüter ist da. Die Lions bekommen die Ecke. Jetzt kommt die Ecke. Oh, Pech. Der Ball geht neben das Tor. Da fehlt nicht viel. Ein super Kopfball macht alles richtig. Und ich glaube, alle hatten ja schon den Torschrei auf den Lippen. Kurz vor der Pause liegen die Gäste knapp in Führung. Es ist ein enges Spiel. Ein Tor Führung, alles noch drin, aber man merkt schon. Jetzt aber erstmal Vorsicht. Zunächst gehalten, aber wir schauen weiter genau hin. Sie können diesen Angriff nicht in etwas Zählbares ummünzen. Und dann kommt doch nichts raus bei diesem Angriff. Rückstand, weiter nur ein Tor. Und das liegt vor allem an der Parade gerade. Also da hat er sich im Spiel gehalten. Sie kommen, Angriff läuft. Vielleicht nutzen Sie diesen Schwung jetzt auch in der Offensive. Er fängt diesen Pass ab. Beim Ballbesitz waren die Lions in den letzten 15 Minuten die bessere Mannschaft. Und man merkt natürlich, die wollen diesen knappen Vorsprung ausbauen, holen sich, erarbeiten sich ihre Chancen und ich glaube, oh, jetzt haben sie die Chance. Das Tor und jetzt ist das Spiel wieder offen. Ja, das ist schon bitter, in der Situation den Ball zu verlieren. Wir sehen das nochmal in der Wiederholung, da stimmt dann natürlich die Zuordnung nicht mehr. Das wird ausgenutzt und es fällt das Tor. Darf nicht sein. Es ist Pause. Das war's für den ersten Durchgang in dieser Partie nach einer kurzen Unterbrechung. Die Spieler sind zurück. Die zweite Hälfte beginnt. Das war sauber, er holt sich den Ball. Die Lions mit einem Angriff. Und dann der Ballverlust, die Gefahr damit bereinigt. Außen lassen sie viel Platz für die Lions. Mit der Flanke suchen sie Ronaldo. Oh ja, sah durchaus gefährlich aus. Wie ich hörte, ist alles klar zwischen ihm und dem FC Arsenal. Ah, da könnte sich was anbahnen jetzt. Klasse Pass. Gefährlich, immer noch. Das ist gut verteidigt. Die Mitspieler wollen ihm helfen. So, und jetzt
sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Was gibt er hier? Sie nehmen den Wechsel vor. Könnte gefährlich werden. Guter Steilpass. Achtung jetzt. Gute Chance, aber kein Tor. Und da wird der Trainer nicht zufrieden sein. Sowas müssen sie reinmachen. Hier kommt der Wechsel. Cristiano Ronaldo geht raus. Victor Diaz. Yannis Horn. Pierre Kunde Malon. Oh, Ballverlust. Er lässt weiterlaufen. Klasse. Durch den Vorteil gerät das Spiel nicht in Stock. Chance für den Konter jetzt. Jetzt gibt's hier vielleicht die Chance. Die Riesenchance. Tor, da ist es. Er bringt sie hier wieder in Führung. Das haben sie sich verdient. Das haben sie sich erarbeitet. Nochmal das Tor in der Wiederholung. Sie zieht den Konter perfekt auf. Und dann dieses Tor, den Ball einfach reingehämmert. Und da gibt es nichts mehr zu halten. War das die Entscheidung, Buschi? Möglich ist es. Es ist nicht mehr viel Zeit, um hier zurückzukommen. Den Ball holt er, gut verteidigt. Adams. Viel mit Auge. Steilpass kommt an, machen sie gut. Wichtig, dass Neuer den hält, aber die Chance natürlich da. Regulär ist noch eine Viertelstunde zu spielen. Jetzt die Hereingabe an den kurzen Pfosten. Er kann diesen Ball halten, aber die Gefahr ist noch nicht bereinigt. Sah durchaus nicht ungefährlich aus. Gut geklärt. Adams. Takuma Asano. Den fangen sie ab. Sie lassen die Lions hier auch außen kommen. Ah, auf den ist einfach Verlass. Ross Barkley. Stark gemacht, das könnte was werden. Und das Tor. Wir schauen nochmal auf die Wiederholung. Da setzt er sich durch. Und hier sehen wir, wie er die gesamte Abwehr einfach abhängt. Und Wolf, am Ende hat er auch noch die Ruhe, den Ball ganz cool im Tor unterzubringen. Der neue Spielstand lautet jetzt also 3:1. Er holt sich den Ball. Toller Pass. Und das war's. Das ist das Tor zum Sieg. Sie erhöhen weiter. Da passiert nichts mehr. Da ist das Tor nochmal. Ist natürlich eine wirklich gute Flanke. Und dann dieser Kopfball. Schön durchgesetzt. Und der ist am Ende nicht zu halten. Und wir haben einen neuen Spielstand, 4:1. Das ist der Schlusspfiff in diesem Spiel, die Gäste haben gewonnen. Ja, wieder mal sind sie nicht aufzuhalten. Sie machen ihre Tore, wie wir das von ihnen kennen. Sind ohnehin die Mannschaft mit dem besten Sturm deutlich zu erkennen. Tore, Treffer ohne Ende.
und dann kommt so ein Sieg dabei raus. Gefährlich. Er versucht es einfach mal, aber ohne Erfolg. Große Distanz, dann trotzdem so ein klasse Ball, fast das Tor. Er setzt sich durch und jetzt könnte es was werden. Und damit ist der erste Treffer in diesem Spiel hier gefallen. Super Pass, Ball kommt an. Oh, kein Tor. Ist doch nicht zu glauben. Na, den hätte er besser platzieren müssen. Cristiano Ronaldo. So wird das nichts mit dem Tor. Der Torhüter ist da. Jetzt kommt die Ecke. Oh, Pech. Der Ball geht neben das Tor. Da fehlt nicht viel. Ein super Kopfball. Macht alles richtig. Und ich glaube, alle hatten hier schon... Spiel wieder offen. Achtung jetzt. Gute Chance, aber kein Tor. Und da wird der Trainer nicht zufrieden sein. Sowas müssen sie reinmachen. Hier kommt der Wechsel. Cristiano Ronaldo. Jetzt gibt es hier vielleicht die Chance. Tor. Da ist es. Er bringt sie hier wieder in Führung. Das haben sie sich verdient. Das haben sie sich erarbeitet. Ross Barkley. Und das Tor! Und das war's.